Hallo, hier bin ich wieder und heute zeige ich euch auf Nachfrage eines Zuschauers, wie ihr eure Lego-Modelle mit einem PlayStation 4 Controller fernsteuern könnt. Zuvor möchte ich allerdings noch zwei Sachen erwähnt haben. Ich zeige euch das Ganze anhand des S-Bricks, Boovis und dem Lego Power Function System. Anscheinend soll das Ganze auch mit dem Control Plus System funktionieren. Kann ich euch allerdings nicht persönlich bestätigen, weil ich einfach noch keinen habe und die dazugehörigen Motoren besitze. Und außerdem zeige ich euch das Ganze an meinem Android-Smartphone. Wie und ob das Ganze mit iOS auch funktioniert, kann ich euch leider ebenfalls nicht bestätigen. Zunächst brauchen wir erstmal eine App mit dem Namen Brick Controller 2, die man sich kostenlos im Play Store runterladen kann. Als nächstes müssen wir unseren PlayStation Controller mit dem Smartphone verbinden und das geht zum einen über Bluetooth als auch über das Kabel. Bluetooth ist ganz einfach beim PS4 Controller, da drückt man die PS-Taste und die Share-Taste gleichzeitig nach unten, wartet ein bisschen, bis die LED blinkt und dann können wir in den Einstellungen unseren Controller verbinden. Dann koppeln wir das Ganze und wenn dann die LED dauerhaft blau leuchtet, ist unser Controller verbunden. Wenn man das Ganze mit einem Kabel verbinden möchte, braucht man natürlich das USB-Kabel und einen sogenannten OTG-Adapter. Die sind sowohl mit USB Typ C erhältlich, als auch mit Micro-USB. Euer Smartphone muss diese OTG-Funktion auch unterstützen können. Das ist allerdings bei neueren Smartphones eigentlich immer der Fall. Und auch ältere High-End-Geräte, wie zum Beispiel mein Note 4, haben diese Funktion auch mit dabei. Der Vorteil beim Verbinden mit Kabel liegt einfach darin, dass wir einfach eine wesentlich bessere Übertragungsgeschwindigkeit haben. Hier kann man mal den direkten Vergleich sehen, links über Kabel und rechts über Bluetooth. Man kann sehen, dass wir da eine leichte Verzögerung drin haben, wobei beim Kabel eigentlich die Bewegung sofort ausgeführt wird. Das ist natürlich bei Modellen, die schnell reagieren müssen, besonders von Vorteil und deswegen verbinde ich meine Controller eigentlich immer über ein USB-Kabel. Ich zeige euch das Ganze zunächst einmal mit den Bluetooth-Empfängern, sprich dem Boovis und dem S-Brick, die ihr natürlich davor einschalten müsst. Wie das Ganze mit dem Power Function System funktioniert, zeige ich euch dann später. Wenn man zum ersten Mal in die App reingeht, muss man zuerst einmal seine Empfänger hinzufügen. Hierfür brauchen wir den aktivierten Bluetooth und den Standort. Wenn man, wie ich, schon seine Geräte hinzugefügt hat, dann braucht man den Standort nicht mehr unbedingt. Auf jeden Fall geht man dann auf Geräte und da werden dann einem mit Hilfe der Lupe alle verfügbaren Geräte angezeigt. Wie gesagt, habe ich meinen S-Brick und Boovis schon hinzugefügt. Und wenn man da jetzt mal draufklickt, verbindet sich die App mit dem jeweiligen Empfänger und dann kann man hier nochmal die Ausgänge testen, damit man genau sieht, welcher Motor sich an welchem Ausgang befindet. Und wenn man nicht genau weiß, was die App unter den Tasten des Controllers versteht, gibt es unter dem Unterpunkt Controller nochmal die Möglichkeit, sich sämtliche Werte anzeigen zu lassen. Und jetzt können wir wirklich mal anfangen, unser Modell einzurichten. Hierfür geht man wieder auf die Startseite zu Kreationen. Da gibt es rechts unten dieses kleine Plus und wenn man da drauf geht, können wir einen Namen für unser Modell eingeben. Ich mache hier einfach mal Auto und dann kommen wir auf diese Seite. Da steht dann Grundprofil und wenn man auf das Wort Grundprofil klickt, kommt man nochmal eins weiter und wenn man nochmal auf Grundprofil klickt, kann man den Namen umändern, aber das lasse ich in dem Fall jetzt so. Auf jeden Fall gibt es rechts unten wieder ein kleines Plus und wenn wir da drauf gehen, kann man eigentlich schon sehen, was wir machen sollen. Wir sollen einfach irgendeine Taste auf dem Controller drücken, die wir belegen wollen. In meinem Fall drücke ich hier mal R2, weil ich ein Auto beschleunigen will und dann öffnet sich diese Seite hier und da können wir dann das Gerät auswählen, das angesteuert werden soll. Soll es der Boovis sein oder der S-Brick, die haben wir davor ja hinzugefügt. Ich wähle hier den Boovis aus. Und dann kann man da auch noch den Ausgang anwählen, der mit dieser Taste angesteuert werden soll. In meinem Fall der Ausgang 1. Außerdem gibt es hier die Funktion Umkehren, mit der kann man einfach bestimmen, in welche Richtung sich der Motor drehen soll. Außerdem kann man hier noch weitere Einstellungen vornehmen, aber das belasse ich einfach alles mal so. Wenn man mit einer Taste mehrere Ausgänge ansteuern will, ist das Ganze wieder wie vorhin. Ich drücke wieder auf dieses Plus, drücke die gleiche Taste nochmal und wähle dann einfach nur einen anderen Ausgang an. Jetzt will ich das Auto zum Bremsen bringen, ich drücke deshalb L2, wähle den gleichen Ausgang wieder an und drücke diesmal auf Umkehren, dass sich halt der Motor in die andere Richtung bewegt. So, und wenn ich das Auto jetzt zum Lenken bringen will über einen Analogstick, mache ich wieder dieses Plus, bewege den Analogstick nach links oder rechts, das ist jetzt hier vollkommen egal
Und ich muss dieses Umkehren hier nur drücken, wenn das Auto in die falsche Richtung lenkt. Denn die App kann automatisch zwischen links und rechts unterscheiden. Und da muss ich jetzt den Analogstick nur einmal berühren, damit das eingespeichert ist. Und wenn man dann alle Tasten belegt hat, die man so braucht, kann es auch schon losgehen. Wir haben hier wieder unser Grundprofil. Dann gibt es hier oben diesen grünen Play-Button und wenn man darauf draufklickt, verbindet sich die App automatisch mit dem Buvis, der sich im Modell befindet und man kann das Modell dann mit dem Controller ansteuern. Das Praktische an dieser App ist in Verbindung mit dem Buvis auch einfach noch, dass wir die Leistungsstufen hier direkt angezeigt bekommen. Hier kann ich dann die ganzen Ausgabestärken auch einstellen, ohne davor irgendwas machen zu müssen. Und ja, das Ansteuern von Power Functions ist trotz des Infrarotempfängers eigentlich nichts anderes. Wir brauchen nur eine Besonderheit an unserem Smartphone. Und zwar brauchen wir so einen Infrarotsender. Und das ist vor allem bei eher älteren Smartphones zu finden. Außerdem müssen wir bei Geräten nichts einrichten, weil die App automatisch erkennt, dass dieses Smartphone hier einen Infrarotsender besitzt. Ansonsten gehen wir hier wieder auf unser Profil. Das habe ich jetzt schon komplett eingerichtet. Und man kann es an der Status-LED sehen. Die App arbeitet gerade noch, also man muss ein wenig warten. Aber wenn die LED dann erlischt, kann man das Modell wieder mit dem Controller ansteuern. Wie groß der Sinn davon ist, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht, weil das Smartphone immer so auf das Modell gerichtet sein muss, dass der Sender den Empfänger erreichen kann. Und da kann man dann eigentlich gleich die normale Fernsteuerung verwenden. Aber ich finde die Funktion einfach cool, dass es überhaupt funktioniert. Und theoretisch kann man dann ein Power Functions Modell komplett Bluetooth fernsteuern, wenn man das Smartphone in das Modell einbaut und den Controller kabellos über das Handy verbindet. Zum Schluss würde ich euch noch empfehlen, die Touch-Funktion eures Smartphones zu deaktivieren, sofern das denn bei eurem Modell möglich ist. Denn viele werden wahrscheinlich das Smartphone in die Hosentasche stecken, damit man beide Hände am Controller hat. Und so ist einfach gewährleistet, dass nichts irgendwie unglücklich gedrückt wird und die Anwendung beendet wird. Und das war mein Einblick in das Fernsteuern eines Lego-Modells mit einem PS4-Controller. Ich hoffe, dass ich euch helfen konnte, wenn ihr ein paar Probleme mit dieser App hattet oder dem Einrichten allgemein. Und hoffe dann an dieser Stelle wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben oder vielleicht sogar abonnieren. Und dann hoffe ich an dieser Stelle wie immer, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen werden.